Faszination Plasma. Ein Gas mit besonderen Eigenschaften. Es kann helfen, zu heilen. In der Natur steckt es in der Sonne und in Blitzen. Dort ist es extrem heiß. Forscher haben es geschafft, kaltes Plasma herzustellen. Dadurch wird es vielfach nutzbar, auch in der Medizin. Dass wir gelebte Science Fiction hier haben, das heißt, wir behandeln Patienten, die vorher über Monate, teilweise Jahre hin mit ihren Wunden gekämpft haben. Und wir sehen, dass dieses Plasma wirklich wirkt. Um Plasma herzustellen, brauchen die Physiker eine Flasche mit Argongas, Drähte mit Elektroden, Strom und einen Behälter. Und dann geht es los. Im Behälter werden die neutralen Teilchen des Gases durch die Spannung und das elektrische Feld aufgeladen. Und plötzlich ist es da. Das Plasma. Aber was ist Plasma eigentlich? Es ist ein Gas, was Strom transportiert. Und das kann es nur, weil es Ladungsträger hat. Und die Ladungsträger erzeuge ich in einem Gas über eine elektrische Spannung. Die Forscher wissen aus Zellversuchen, Plasma tötet Bakterien, Viren, Pilze. Also viele Krankheitserreger. Was im Labor funktioniert, so haben sie festgestellt, funktioniert auch am Menschen. Und Plasma kann noch mehr. Ich habe auf der einen Seite die Möglichkeit, Zellwachstum zu stimulieren, das heißt zu fördern. Und auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, die bakterielle Belastung zu vermindern. Das eine bedeutet abtöten, das andere bedeutet stimulieren. Wie kranke Menschen davon profitieren können, erforschen Mediziner und Physiker an der Uniklinik Greifswald zusammen. Sie behandeln Wunden auf zweierlei Weise, mit und ohne Plasma, um den Heilungsprozess zu vergleichen. Und sie entwickeln verschiedene Pflaster, durch die Plasma strömt, für unterschiedlich große Wunden. Das alles geht nur gemeinsam. Wir brauchen die Physiker, weil das Gerät noch viele Potenziale hat, die es noch nicht ausschöpfen kann, weil die Instrumente noch nicht richtig geformt sind, weil wir über Abstände, über Flächen diskutieren. Dann kommen natürlich die wichtigen Punkte. Wirkt es biologisch in der Richtung, in der die Ärzte es für die jeweilige Indikation wollen? Ja oder nein? Wenn nein, müssen wir an dem Gerät was ändern, müssen wir die Zusammensetzung des Plasmas verändern. Die Wissenschaftler entwickeln die Geräte weiter, erproben verschiedene Zusammensetzungen des Gases und beobachten seine Eigenschaften. Eines ihrer Ziele? Ein Plasma-Endoskop, mit dem Ärzte auch in Körperhöhlen arbeiten können. Bei der Wundbehandlung werden die neuen Erkenntnisse gleich genutzt. Frische Wunden behandeln die Ärzte täglich mit einem Plasmastift. Hauptwirksamkeit ist zum einen die antimikrobielle Wirksamkeit des Plasmas. Das heißt, wir können Bakterien und Viren töten, was natürlich in einer chronisch infizierten Wunde durchaus einen sehr großen Aspekt darstellt. Was wir zusätzlich können, ist halt die Mikrozirkulation anzuregen. Das heißt, die Gefäße werden stärker durchblutet. Alle 3 Tage ein Kontrollabstrich. Sie wollen wissen, wie stark die Wunde noch mit Keimen befallen ist. Nebenwirkungen der Behandlung sind bisher nicht aufgetreten. Der Abstrich zeigt Ihnen, wird täglich 1 Minute lang mit Plasma behandelt, reduziert das die Anzahl der Keime um 99%. Die Keimtötung erleichtert die Wundheilung. Das allein erklärt aber nicht die guten Erfolge. Die Forscher haben herausgefunden, Plasma hat 3 wesentliche Effekte. Es kann zum einen Keime töten, außerdem das Zellwachstum anregen und für eine bessere Sauerstoffversorgung in der Haut und den Zellen sorgen. Auch in der Krebsbehandlung forschen die Wissenschaftler mit Plasma. Es hat auch hier 2 völlig unterschiedliche Effekte. Es kann Krebszellen abtöten und gesunde Zellen anregen zu wachsen. Dass es überhaupt eine Wirkung auf Tumore hat, war eine rein zufällige Entdeckung. Eigentlich wollten wir bei Patienten Bakterien beseitigen in einer größeren Wundfläche. Darunter waren aber auch Tumorzellen. Und wir haben plötzlich beobachtet, die Tumorzellen verschwinden auch. Doch bei der Krebstherapie stehen die Forscher noch am Anfang. In der Zahnmedizin dagegen ist Plasma schon Alltag. Es wird genutzt, um bei Implantaten vor dem Einsetzen Keime abzutöten. Und auch gegen Zahnfleischentzündungen. Parodontitis lässt sich bekämpfen, indem sauerstoffhaltiges Plasma Bakterien in der Mundhöhle reduziert. In der Dermatologie ist Plasma ebenfalls im praktischen Klinikalltag angekommen. Hier an der Uniklinik Rostock lässt sich Felicitas Kortüm seit fast 1 Jahr mit Plasma behandeln. Ihre diabetischen Wunden an beiden Beinen gingen nicht mehr zu. Sie hatte extreme Schmerzen.
Es wäre auch so weit gekommen, dass ich das Bein verloren hätte, wenn ich nicht hier gelandet wäre. Neben dem Plasmastift ist auch dieses Gerät für die Behandlung zugelassen. Es wird für flächige, größere Wunden eingesetzt. Und die Ärzte erproben eine weitere Plasmatherapie, eine Wundauflage, die unter dem Verband liegen bleiben kann. Für die Behandlung wird sie dann einfach an den Strom angeschlossen. Die Plasmabehandlung ist mittlerweile bei uns in der Standardwundbehandlung angekommen. Wir setzen sie regelmäßig ein und wir können mit neuer Spektralbildtechnologie sogar messen, dass sich die Durchblutung der Haut nach einer Plasmabehandlung so etwa um 30% steigern lässt. Die Spektralkamera zeigt, wie sich der Sauerstoffgehalt in der Haut verbessert. Felicitas Cortium muss nicht mehr um ihr Bein fürchten, kann wieder laufen, fast ohne Schmerzen. Nicht mehr so krass, so böse. Die Skala ist vielleicht jetzt auf 5, 6, vorher auf 9, 10. Ne? Die Plasmatherapie wird inzwischen auch an Universitäten gelehrt. Und die Mediziner rechnen damit, dass in Zukunft immer mehr Menschen von den erstaunlichen Möglichkeiten des Plasmas profitieren können.